jetzt los. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute geht es um die Meilenschnäppchen der Lufthansa im Oktober 2021. Da will ich euch einige Überraschungen vorstellen. Oder nehme ich sie hinweg? Ja, ich nehme sie vorweg. Langstrecke. Es gibt wieder Langstrecke. Aber erstmal wie immer an dieser Stelle das Intro. Ja, heute sind die Meilenschnäppchen der Lufthansa rausgekommen am 1. Oktober. Normalerweise fangen wir mit den Meilen-Highlights an, aber wir haben uns überlegt, dass wir jetzt mehrere Videos heute machen, weil sich so viele Sachen geballt haben. Das heißt also, zuerst kommt die Lufthansa, dann die Swiss, die Austrian, je nachdem wie ihr es schaut. Und dann heute mit Mario die ganzen Meilen-Highlights aus dem Oktober 2021. Ja, ihr wisst ja, wie immer an jedem Video weise ich einmal darauf hin, dass ich euch den Abonnierbefehl gebe. Abonniert den Kanal, gebt die Glocke, auch wenn Mario nicht dabei ist. Und vor allem, ganz wichtig, kommentiert hier unten, welches Ziel für euch spannend ist. Und liken, den Beitrag liken. Und wie immer, ihr wisst ja, mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Es ist zwar nicht der gepflegte Vielflieger-Talk, weil ich nur alleine rede, deshalb wäre es der gepflegte Vielflieger-Monolog. Dann lass uns doch direkt einfach mal einsteigen in die ganzen Basics von den Meilenschnäppchen. Ich sage es einfach für die, die es noch nicht gesehen haben oder wissen, wie es funktioniert. Meilenschnäppchen sind die rabattierten Tickets der Lufthansa, die man auf Meilen kaufen kann. Die fangen jetzt an im Buchungszeitraum 1. Oktober bis 31. Oktober, die man kaufen kann. Der Reisezeitraum wäre bei den Kurzstrecken jetzt vom 15. November bis zum 31. Dezember. Bei der Langstrecke ist es etwas besser, da haben wir auch etwas mehr Planungshorizont. Da wäre es vom 15. Januar bis zum 28. Februar. Wichtig ist, dass alle Flüge von der Lufthansa durchgefährt werden müssen. Es gibt keine Rabatte, also es ist nicht wie beim Companion Award, wenn ihr Senator oder Horn Circle seid. Es gibt keine. Es gibt nur Economy, Premium, Economy und Business Class. Das als Prolog. Abflug kann von jedem Flughafen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sein. Der Rückflug muss immer spätestens am letzten Tag des Reisezeitraums angetreten werden. Ja, was gibt es denn als Meilenschnäppchen? Ich will die Economy Class so gar nicht nennen, weil das sind ja immer die klassischen Ziele, die hatten wir ja lang genug, aber jetzt gibt es halt wirklich Sachen, die in der Business Class sind. Da sind wir bei 25.000 Meilen anstatt 50.000 Meilen. Da sind Ziele wie Amsterdam, Athen, Bilbao, Helsinki, Madrid, Marseille, Lyon und so weiter und so fort. Wer etwas länger fliegen möchte, investiert anstatt 70.000, 40.000 in der Business Class. Das ist Dubai, Tunis, Tel Aviv. Aber ganz wichtig, es ist halt die europäische Business Class. Ne? Ansonsten Lagos, Teheran, Erbil, Daman, Kairo, Beirut, Bahrain. Aber auch Algier ist bei sowas dabei. Dann wollte ich euch heute noch mal was Spannendes zeigen. Ich gehe einfach mal auf die Webseite drauf. Da sind es also auch wirklich diese 64 Ziele, die ich euch genannt habe. Aber da kommt auch schon direkt Atlanta oder Boston oder Chicago für 55.000 Meilen anstatt 112. Aber mein persönlicher Favorit ist die Business Class für 55.000 Euro anstatt der 112 nach Los Angeles. Mario wird wahrscheinlich Miami nehmen, ich kann es euch nicht sagen. Ansonsten noch New York, sowohl JFK als auch Newark, Orlando, San Francisco, Seattle, Toronto, wer nach Kanada möchte, Washington, Buenos Aires für 70.000 anstatt für 142.000. Dann natürlich auch Bangkok, Singapur, Tokio mit 70.000, auch super. Seoul für 70.000 anstatt 142.000. Almaty jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Astana mit nur Sultan. Montreal, Vancouver sind auch geile Ziele. San Diego finde ich auch super Ziel in meinen Augen. Dann, wenn wir weitergehen, Houston, Denver, Riyadh, Port Harcourt, Nairobi, also immer mit den unterschiedlichen Werten. Ich scroll einfach mal so durch, Dammam, Beirut und so weiter und so fort. Und dann wieder ein paar europäische Ziele. Und dann sind wir auch schon bei W wie Warschau oder aber auch mit Zürich. Ja, das sind natürlich einige Ziele, die da durchaus spannend sind. Ich denke, das war sehr überraschend, war auch in meinen Augen auch wieder nicht überraschend, weil Amerika ja aufgemacht hat und die Lufthansa auch schon über die Austrian damals ist letzten Monat, Meilen-Schnäppchen reingeworfen hat. Also insofern
Schreibt einfach unten in die Kommentare, ich muss ja so machen, weil sonst ist ja nur eine Kopie meiner selbst, kommentiert unten und schreibt, welches Ziel ihr bucht. Mario und ich, wir sind am Überlegen, was wir fliegen. Mario fliegt ja selber nach Philadelphia Ende dieses Jahres und schauen wir mal, ob wir vielleicht nächstes Jahr einen Trip hinbekommen in die USA. Würde mich freuen mit 55.000 Meilen, geiler Scheiß. Ja, da bin ich auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe. Da kann ich nur darauf hinweisen, dass ihr auch die Austrian-Meilenschnäppchen, die Eurowings-Meilenschnäppchen, wenn sie kommen, aber auch die Swiss-Meilenschnäppchen und auch die Lot-Meilenschnäppchen, da werde ich vielleicht wahrscheinlich zusammenfassen, Eurowings und Lot, schaut. Aber im Anschluss dann geht das direkt weiter. Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV bei den Meilenschnäppchen September 2021. Bis bald. Ciao.